stand da gerade. Wow. Witcher spiegelt eigentlich ziemlich krass das echte Leben nach. Mahlzeit hoch zwei. Hallöchen, Fibia. Willkommen zurück. Willkommen, willkommen zurück. Ja. Aber jetzt bist du nicht mehr. Bist du jetzt vom. Es wäre witzig, wenn du jetzt vom Mittagsschläfchen aufgestanden wärst wieder. Bis gleich. Mach das ruhig, mach das ruhig. So, wir haben das jetzt so gemacht. Beim letzten Mal, dass wir alle Nebenquests fertig gemacht haben. Ah, stimmt. Beziehungsweise, ich habe gelogen. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Nebenquests vom Add-on erstmal fertig. Würden eigentlich mit der Hauptgeschichte vom Add-on Hearts of Stone anfangen. Aber wir suchen jetzt erstmal die Werkstatt, weil ich habe noch eines Level 24er Skellige Quest entdeckt. Und das würde ich gerne noch vorher beenden. Weil dann sind wir mit dem Hauptspiel auch wirklich komplett. Wobei. Oh! Okay, wenn das jetzt eine Quest ist, wo wir suchen sollen, warte mal. Dafür müsste ich erstmal aus dem Bett. Ach, du bist gar nicht aufgestanden. Ja, okay, okay. Dann sage ich auch gar nichts. Auf seine Reisen erfuhr Geralt auch von einem Meisteralchemisten namens Gremist. Angeblich kannte dieser Druide sich besser mit Alchemie aus als die meisten Männer mit den Konturen ihres eigenen Schwanzes. Eine wunderherrliche Umschreibung dessen. Geralt, der nichts gegen eine Auffrischung seiner Kenntnisse hatte, beschloss, den Gelehrten aufzusuchen, um etwas von seinem Wissen zu absorbieren. Blöd ist nur, wir haben keine Ahnung, wo der ist. Dementsprechend ignoriere ich die Quest jetzt auch einfach. Also ich habe es gerade gesehen, geguckt, beziehungsweise auch geguckt, aber mir wurde da gerade nicht ersichtlich raus, beziehungsweise es gibt halt keinen Quest-Tracker für diese Quest so eine in Skellige. Es sagt dir nur, dass du nach Skellige musst. Und dann darfst du auf Skellige suchen. Und für eine Level 24er-Quest, die mir sowieso nicht mehr viel Experience kriegen wird, werde ich jetzt hier nicht mich 3 Stunden hinsetzen, um Skellige komplett zu durchsuchen. Stattdessen gehen wir eben einfach in die Hauptquest des ersten Add-ons, was ich spielen möchte. Und ich freue mich auch wirklich darüber. Ich glaube, das Tor war noch bevor man das Add-on spielt, zu. Es geht doch nichts über die richtigen Männer. Holla, du hast da aber... Haus kenne ich auf jeden Fall schon. Habe ich bei jemand anderen gesehen. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everreck. Ah, der ist drinnen. Olgierd von Everreck, den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Was ich muss gerade mal kurz vorweg sagen, ich finde es sehr amüsant, dass die ganzen Charaktere jetzt anders aussehen, weil es eben Add-on ist, da haben sie die Modelle der NPCs, ich sag's jetzt mal NPCs, ein bisschen überarbeitet, und weil die ganzen Banditen und so, die sehen ja auch im normalen Witcher komplett anders aus, aber für diesen Teil haben sie die nochmal ein bisschen angepasst tatsächlich. Finde ich cool, finde ich sehr cool. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen, alle. Und Töchter. Ach, die Rebellen also, sind... erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Oh, dann sagen wir dem besser nicht, dass wir den redanischen König getötet haben. Oder so. Vielleicht sind sie auch gegen Radovid gewesen. Ich weiß es nicht. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Hä?
Was sind das für Geräusche, bitte? Einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Oh mein Gott. Was ein pubertierender Haufen. Ich finde, die Hintergrundgeräuschkulisse ist mega eigenartig. Ich kann sie auch überhaupt nicht zuordnen. Sehr lustig, haha. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen. Aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everek soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Wie anstrengend die sind. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich hätte euch am liebsten umgebracht. Ich bring dich zu Olgierd. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt. Eigentlich müsste die Webcam ungefähr hier hin. Von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Das werde ich sowieso. Ich meine, hallo, ich bin Geralt. Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Na dann. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Gefällt mir. Vor allem die beiden Ovoide. Ein Scherzkeks. Gut. Leute ohne Humor mag ich nicht. Langweilen mich zu Tode. Ah, Vorticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen! Und was zu knabbern. Hallöchen, Aaron und Miltana. Schön, dass ihr beiden auch dabei seid. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen?
die von Herodors neuem Säbel. Ich hab einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Also irgendwie ist er ja nicht so ganz so koscher, ne? Die Damen tragen übrigens die schwarze Hose von Yennefer. Kintunampf. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Ja. Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Rede weiter. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Ich bin gerade am Anfang von dem DLC, Aaron. Und nein, ich habe die Quest gerade erst angenommen. Aber wir gucken jetzt erstmal nach ihrem Kollegen. Ich denke, die Sidecuts sind so ein Gang Mitgliedssymbol. You know? Ich denke, das hat damit was zu tun, so, Jonas, dass die alle einen Sidecut haben. Ja, wir sind die Sidecut-Gang. Wir finden das cool. Ich denke, das ist auch wirklich so ein Erkennungszeichen dafür, dass die halt alle in so einer Gang sind. Dass die alle einen Sidecut haben. Bis auf der Oberboss, der hat halt auf beiden Seiten einen Sidecut. Also ein Undercut. Wann ist ein Sidecut ein Undercut? Wenn man es tragen kann? Ja. Das stimmt allerdings. Ah.
Ich würde sagen, der Kollege wurde auf jeden Fall von irgendwelchen Ghoulen angegriffen. Eventuell. Riecht nach Lösungen, Reagenzien. Was die da wohl machen? Oh, ist das Kochen die Meth? Haben wir eine Geruchsspur, der wir folgen können? Ja, haben wir. Wie schmeckt dir das, Silber? Buongiorno! Buongiorno, come stai? Nerdy, schön, dass du wieder da bist. Ja, na, wenn es auf beiden Seiten kurz ist. Wenn man neben einem Emo sitzt, ist das ein B-Side-Card. Wow, der ist richtig schlecht. So, dann gucken wir mal uns die Meth-Küche hier an. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Covid. Freund, du musst deine Augen offen halten. Jemand interessiert sich für deine Arbeit. Sie wollen dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich meine Sachen packen und mir irgendwo in weiter Ferne ein Versteck suchen. In Serikanien zum Beispiel. Rotrich. Wer ist dieser Rotrich? Offenes Fenster. Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Offensichtlich. Bene, das freut mich. Alchemie. Das ist für mich eine Meth-Küche. Okay, warte mal. Der ist hier rausgegangen, genau. Fußspuren. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. So, dann schauen wir mal. Und dann gehen wir zum Weg zurück, oder was? Warte mal, jetzt habe ich das hier... Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Ich muss eigentlich auch mal weiterspielen. Die DLCs sind einfach komplett on fire. Sind die so gut oder warum? Hier ist eine Bärenfalle? Nee. Das ist ein Körper. Das die ist vom... auf der Stirn. Das muss Kläubert sein. Bolzen. Kläubert, so hieß er. Tief drin. Kam also aus der Nähe. Wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Kläubert. Ich habe mir den Namen gerade nicht gemerkt. Als ich es vorgelesen habe, habe ich es einfach bewusst falsch geschrieben. Also Dorf, also müsste das ja wieder aus dieser Richtung stammen. Da. Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Und wir sind wieder im Dorf. Hufabdrücke, die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Jupp, okay, die DLC-Quests sind so gut. Stören die sich jetzt echt an mir? Links ist auch irgendwas. Das Größere ist, was fliegt, aber wir gehen jetzt einfach weiter. Schon in Ordnung. Das Ritterlager. Wir hätten wahrscheinlich mit dem Pferd hier hinfahren können. Hinfahren. Sieht nach Regen aus. Oh, ich habe hier mal Loot gelassen. Oh. Wer hätte das gedacht, dass es hier meine Quest-Sachen waren? Donner, ich warne dich, Schnupf, noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald. So wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. 100.000 heulende Höllenhunde. Erwarte heute eine Abholung. Was haben wir denn hier? Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in dem einstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistech herzustellen.
Dies können wir nicht zulassen. Ich erteile den Befehl, das Dorf anzugreifen und dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jedem von ihnen ein Exempel des Schreckens statuieren. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunwig. Alles andere wird zerstört, Ulrich. Und Donnerstag-Gebuch ist auch noch hier.